Warte kurz. Ich möchte Yasser's Meinung mal hören. Yasser, kannst du. Ja, salam alaikum erstmal. Alaikum salam. Alaikum salam. Salam alaikum. Meinung über was? Der Boxkampf. Aber wirklich ohne Mascara, ohne Schlittschuh, ohne Definit, wirklich die Wahrheit. Ich habe ihn nie gesagt, Schlittschuh. Ich habe, erstens habe ich dir nie gesagt, Schlittschuh. Zweitens, ich sage dir meine offene Meinung. Entweder du kommst damit klar oder nicht, das ist dir überlassen. Oh, aber Papa, guck mal, man muss offen und ehrlich reden, ne? Der ist mehr nach hinten gegangen und so, weil er wollte Deckung halten, dass der andere. Guck mal, versuch realistisch zu bleiben. Okay, vielleicht würde, okay, sagen wir mal, Hamza würde gewinnen. Aber okay, durch Punkte. Aber nicht so oft. Aber Barello, das Problem ist, es ist doch nicht so schlimm, wenn er verliert. Es ist nicht schlimm, wenn man gut, wenn man erste Chip voraus Bedingungen hat. Es gibt Verlieren und Verlieren. Jeder hatte doch dieselben Bedingungen. Nein. Doch, jeder hatte dieselben Bedingungen. Jeder, aber ich sage dir, Hamid. Jeder hat einen anderen Gameplan. Aber, Hamid, ich muss dir wirklich, in einer Sache muss ich dir wirklich recht geben. Die Bedingung sollte sein, ein trockener Boden. Ob die jetzt damit klarkommen oder nicht, spielt keine Rolle. Manche kommen rutschig klar, manche nicht. Aber die Bedingung sollte schon trockener Boden sein. In dem Fall, ich hab dir schon in vielen Punkten recht gegeben. Aber das hat nichts mit, der Recht war scheiße. Der Boden für dich, wenn ich an deiner Stelle wäre und würde so gerutscht werden die ganze Zeit, ich kann nicht verstehen. Von deiner Sicht aus. Nein, weißt du, was er machen musste? Von Anfang an den Boxkampf stoppen. Ja, ich boxe nicht weiter, bis das. Hab ich gemacht? Du hast das nicht gemacht, Bruder. Wallah, du hast ich nicht alles neben dir. Bevor ich gestartet habe, ja, ich habe mich ein bisschen aufgewärmt, ich habe Schattenboxen gemacht. Ich mach zwei Schläge, ich sehe, ich fall fast hin. Ich krieg Panik, ich sage, ey, der Boden rutscht. Ich habe gesagt, die haben mir alle versichert, ey, jetzt wird Gewicht dies und das. Auf einmal geht es schon auf Dings. Ich dachte, die haben das gemacht. Guck dir den Boxkampf an. Du hast dich noch nicht mal einmal richtig gewehrt. Du hast dich nicht einmal richtig gewehrt. Ich habe mich nicht gewehrt. Er kam doch immer, bam, bam, bam. Er hat auf Deckung zurückgeschlagen. Auf Deckung. Zeig deinen Schnurrbart. Zweimal. Mach einmal so. Zwei oder dreimal hast du zurückgeschlagen. Ich schmeiß einmal rum. Und außerdem, ihr wisst doch gar nicht, was mein Gameplan war. Es war geplant, erste Runde Deckung halten, wenn er angreift, kontern, zweite Runde, er wird eh keine Luft haben. Und das war genau so, Wie viele Runden hast du denn gekämpft? Lass mich nicht auf eine Schlägerei ein, geh in Deckung, und das war genau so, wie es mir jeder gesagt hat, weil Hansa wird eine Schlägerei machen. Und zweite Runde, aber was passiert? Ich war ja derjenige, der fünfmal aufstehen musste, weil dieser dreckige Boden ein Dreck war. Weil wer? Weil wer Dreck macht? Der Boden. Also, ehrlich, Hamid, wäre ich da, ich würde diese Boden ein bisschen wischen und so, damit ihr in Ruhe kämpfen könnt. Wallah. Na, hallo. Ja. Wallah, 10 Liegestützen. Ab jetzt. Okay. Hamid, ist doch okay, du hast verloren, sag, du hast verloren. Sag du lieber, dass die Bedingungen waren und ich schau trotzdem weg. Das waren nicht deine Bedingungen. Jeder darf plus weg, trotzdem Namen von dir. Ich verstehe dich einfach nicht. Wallahi. Weißt du, was du machst? Aber das wirst du nicht schaffen. Hamid, jeder hat eine andere Wahrnehmung. Und die musst du. So lassen. Guck mal, du warst drinne, die das beurteilen konnten, sind die, die draußen zugeguckt haben. Die können das besser beurteilen als du, wenn du kämpfst. Okay, hast du draußen zugeguckt? Ich stand vor dir. Was ist deine Analyse? Wie, was für, du kannst, Bruder, du kannst nicht boxen. Wallah, glaub mir, du kannst nicht boxen. Ich kann nicht boxen. Ich kann nicht boxen, weil du seit drei Minuten nicht mehr hast. Aber Hamza hat mir gerecht. Oder zweifelst du an meiner Männlichkeit, weil er ist auch kein Boxer. Ey, ja, ist jetzt Spaß beiseite. Jetzt ernsthaft, er ist wirklich gerutscht. Ein paar Mal. Der Boden war nicht. Ja, wenn du, ich bin gerutscht. Ich weiß doch, dass er gerutscht ist. Es ist doch gesagt, doch nichts. Danke. Ich habe den Kampf auch gesehen. Du bist des Öfteren gerutscht. Und einmal bist du so gerutscht und er wollte weiter schlagen, dass du ihn getreten hast. Ich meine das ernst. Das war ganz am Anfang. Da bin ich ausgerutscht und er wollte draufkommen und dann habe ich ganz normal wie bei MMA. Hallo. Getreten aber sag ich doch. Ja.
Genau. Also, die da, wo ich gesehen habe, dass du auch treten willst und so, ne? Ich habe gesagt, hätte lieber MMA gemacht, weil ist dann so, dass du gar nicht MMA machen kannst. Was ich meine, Hamid, sag doch einfach schon, ich bin Coach, ich habe von mir, ich habe mich verloren, gib mir einen Rückkampf, wo trockenen Boden ist und beweise dich. Das ist das Beste, hättest du das gemacht? Das Beste, was du machen konntest. Sag ich schon die ganze Zeit. Bruder, bitte, Hamid. Ich sage die ganze Zeit Respekt an Abu Hamza, er hat gewonnen. Aber es war ein rutschiger Boden. Ich will einen Rückkampf. Schaut deine Videos bitte. An. Das ist das Hallo. Hallo. Dann mach doch das Thema langsam zu. Ich hab's ja zugemacht, aber mit Limo kam heute wieder live von da angefangen. Ja. Guck mal, ganz ehrlich. Hamid ist Veranstalter und wie du redest, das ist schon eine Beleidigung. Wirklich, ganz ernsthaft. Nein. Hier, wenn ich ein scheiß Produkt habe, dann ist das Produkt scheiße. Und dann muss ich mir die Meinung anhören von den anderen. Ich rede nie über irgendwelche Personen. Es geht hier, es ist eine Firma. Egal, ob die Firma heißt Hamid Limo EK oder nicht. Er ist der Veranstalter und seine Veranstaltung war Müll. Das ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Die Veranstaltung war nicht Müll. Das Marketing war scheiße. Ich schwöre dir, die Veranstaltung hat richtig Spaß gemacht. Ja. Wallah, ich habe mich kaputt gemacht. Das Marketing war scheiße und die Location war auch scheiße. Ich habe mich echt amüsiert da, wallah. Das ist sehr schön, dass du dich auch amüsiert wallah, billah, das war richtig, richtig, wallah, amüsant. Ich habe die ganze Zeit nur gelacht, Bruder. Ja, aber wegen den Kämpfen. Ich rede aber über die Location und die Location war nicht amüsant. Warum? Was war denn nächste Mal? Ja, warte. Nächstes Mal machen wir rote Teppich, nur aus Gold. Das ist dir gefällt. Ja, wenn ihr wollt, dass die Leute auf euch gucken, wenn ihr was ranziehen wollt, es geht nicht immer nur alles mit billig, sondern man muss auch Qualität. Billig. Weißt du was? Wenn du willst, dass die Leute auf dich gucken sollten, solltest du Boxen lernen. Hättest du gewonnen, dass ich ein Boxer bin. Wäre das alles nicht rausgekommen aus deinem Mund? Was? Hättest du den Kampf gewonnen? Er geht auf Monde über. Kein Wort. Hätte ich den Kampf gewonnen und Abu Hamza wäre ausgerutscht. Ich hätte gesagt, es war ein unfairer Kampf, weil ich bin so ein Mensch. Ich bin nicht wie andere Leute. Ich bin immer gerade und die, die mich kennengelernt haben, die wissen das. Wäre das so gewesen, ich hätte trotzdem gesagt, es wäre ein unfairer Kampf. Astaghfirullah al-Azim. Warum? Astaghfirullah al-Azim immer. Immer, ja. Immer. Ich schwöre nicht. Hamid. Bei dir. Ich schwöre, weil ich weiß, was für eine Art Mensch. Ja, bei dir ist dasselbe Problem. Du kannst einem Blinden die Farbe Rot nicht erklären. Und ich kann es dir auch nicht erklären, weil du so verbissen bist. Deswegen, du hast recht, Hamid, und ich habe meine Ruhe. Leute, folgt alle durch, macht alle plus weg, ich lese alle Namen vor. Francesco, Clara, danke für plus weglauen. Mete, danke für plus weglauen. Musa, danke für plus weglauen. Weiter. Inshallah werde ich bald eine Veranstaltung machen und dann kann man sich dann eine Scheibe abschneiden. Inshallah, das ist doch dein Ziel. Hast du Werbung genug gemacht? Alles gut. Mach besser. Ihr habt doch auch Werbung mit mir gemacht. Was? Natürlich mache ich Werbung, ist doch mein Leben. Oh mein Gott, das gibt. Arafat, Anjad, du hast zu viel Werbung durch ihn gemacht. Durch Hamid? Ja. Hast du gerade gesagt, ich mache Werbung durch dich? Ja, alle. Alle machen durch ihn Werbung. Ist jetzt gerade dein Ernst? Einer anwäscht die andere. Ich glaube, du bist ein bisschen so hochmütig geworden, wirklich. Da kommt nicht mehr. Nein, er ist nicht hochmütig geworden, lauballah. Ich bin nicht hochmütig, das hat nichts mit Hochmütig. Wahnsinnig. Nein, weil er verloren hat, kommt er damit nicht klar. Das ist deine Meinung. Viele haben sehr viel mehr von dir erwartet. Aber es kam. Natürlich. Und die Erklärung war. Es kam aber nichts. Es ist egal, ob wir es erwartet haben oder nicht. Ich sag's nochmal. Für Abo Hamza. Mal, wenn du boxst, einer haut den Lucky Punch, sagst du, ich bin nur durch Lucky Punch K.O. gegangen. Du findest nein, immer. Dann sag ich bin K.O. gegangen. Soll ich dir was sagen, Hamid? Und ich sage dir das ehrlich. Bitteschön. Wärst du K.O. gegangen, besser als Aufgabe? Ja? Du hast aufgegeben, bei Allah, du hast aufgegeben. Ich habe gesagt, entweder wisst ihr den Allah, Ring, ich stand genau einen halben Meter neben dir. Ich kämpfe nicht weiter. Entweder der Ring wird gewünscht oder ich kämpfe nicht weiter. Das hast du nie gesagt. Wallahi. Wallahi, ich habe das gesagt. Okay, wie du meinst.
Okay, wie du meinst. Man konnte das nicht hören bei uns. Oder was guter Ringrichter, du weißt, dass ich das nicht gehört. Vielleicht hat er es gedacht. Nein, ich hab's gesagt. Und ich hab's auch am Anfang gesagt. Guck mal, er kam sogar rein, hat deine Schuhe gewischt. Du hast zu Ecki gesagt, nein, ich will nicht mehr. Ja, er hat meine Schuhe gewischt, verstehst du nicht? Er hat meine Schuhe gewischt. Dann hat er gesagt, kämpf jetzt und sagt, ich will nicht mehr. Man gibt doch nicht Ende zweite Runde auf. Ende zweite Runde. Dann, okay, macht man nicht, ne? Nächstes Mal gehst du selber, ich mach dir Seife unter die Schuhe und dann bitteschön, viel Spaß. Ah, geht auf Seife, Walla, über. Er geht über Seife. Nein, Öl, Olivenöl. Hamid, ist doch okay, Mann. Vergiss mal dieses Thema, Mann. Vergiss. Sag doch einfach so, ich habe verloren. Ich würde cool finden, wenn Abu Hamza mir einen Rückkampf geben würde. Und alles gut. Abu Hamza hat gewonnen. Der Kampf war unfair. Und ich nehme meinen Rückkampf. 100%. Aber nicht bei Hamid Limo. Kauf ein Ticket bei Hamid Khan. Er will den Leuten zeigen, dass er der Veranstalter ist. CFC Nights, Leute, seid gespannt, wenn ihr eine Veranstaltung mit Qualität wollt. Karten. Bestellt euch die vor. Ist nur ganz wenig Karten. Ich mach richtiges Marketing, Leute, nicht auf diese Art und Weise. Aber es ist auch kein interessanter Kampf mehr. Wie lacht er aus jetzt? Den hast du auch gedacht? Hä? Weißt du, ich kann dir was empfehlen. Mach einen Rückkehr. Was? Ein Rückkehr für dich. Also wie denkst du, er ist besessen? Irgendwas hat er, ja. Warum darf man nicht mehr lachen? Lachen ist Sunna. Vielleicht haben die auch Auge auf dich gemacht, weil du so gut boxen kannst. Lachen ist Sunna. Lächeln ist Sunna, nicht lachen. Ich bin lachen. Lachen ist gesund. Lach. Wer zuletzt lacht. Gesund sein ist Sunna. Aber ich habe eine andere Frage an dich, Hamid. Ja, bitte. Arafat. Die Frage hat keiner gestellt. Was hättest du gemacht, wenn es genieselt hätte? Ob mehr? Dann hätte ich nicht gekämpft. Ehrlich, ja? Natürlich nicht, ich bin ja kein Idiot. Gut ausgeredet. Okay, andere Frage. Ahmed, sagen wir mal, der andere hätte deine Schuhe so, der wäre ausgerutscht, du hättest so gewonnen wie der. Würdest du ihm sagen, ja, das war unfair? Sei ehrlich. Wallah, hätte ich gewonnen. Der Kampf war unfair. Guck mal, Barello. Das ist sein erster Kampf, ist normal. Er hatte zittrige Beine und dann kommt das Wasser dazu und dann fällt man schon. Gerade hast du gesagt, das hat ausgerutscht, ihr sagt, ich habe zittrige Beine. Don. Aber wie du nicht redest, will ich auch reden, weil du machst ja auch nur immer ein bisschen Spaß. Lass mich doch. Alle tippen, Leute, tippen, Leute, gerade tippen, Leute, gerade tippen. Aber guck mal, du bist ein paar Mal ausgerutscht, aber ein paar Mal hat er dich. Er hat eine Pause gegeben, er hat dich so genommen wie Thor, weißt du? Und hat dich so weggezogen. Okay. Film reingekommen bis jetzt. Ich habe einen Actionfilm gesehen. Okay, ja. Aber was ist jetzt mit Ahmed und Sinan G? Gibt es da noch Streit? Oder? Er wollte doch gegen Sinan kämpfen. Er will das in seiner Art und Weise. Das Einzige, was er kann, ist Polizei rufen. Dieser pädophile Gedankentyp. Bei wem hat er denn die Polizei gerufen? Ich will ihn nicht in Schutz nehmen, aber bei wem hat er die Polizei gerufen? Und bei mehreren Leuten, privat. Also nicht nur privat, auch hier bei öffentlichen Leuten. Nenn mir einen. Bösemann. Er hat für Bösemann die Bullen gerufen? Ja. Wer hat dir denn das erzählt? Hat er gezeigt in seinem Live. Sinan hat die Bullen gerufen für Bösemann. Anzeige gemacht, nicht Bullen gerufen. Wegen? Weiß ich nicht, aber Anzeige gemacht. Ich weiß nicht. Vorhin hast du gesagt, er ruft die Bullen, er hat die Bullen gerufen. Jetzt hat er Anzeige. Nee, ich hab gesagt, ja, ich sag ja, er ist mit der Polizei. Ich sag ja nur, er ist mit der Polizei. Ja. Anzeige ist doch dasselbe, ob ich zur Polizei laufe oder an die anrufe. Hast du recht, aber was hat er ihn angezeigt? Weiß ich nicht, irgendetwas. Du haust ein Gerücht und die Leute können dir vielleicht glauben.
Okay? Ja. Sag doch. Dann frag Bösemann, wenn du mir nicht glaubst. Du bist Hamid Bild. Thank you. Du bist vielleicht auch einfach Leute, lach 2D, Ahmed würde gewinnen, weil den 2D Sinanji. Was hast du gerade gesagt, Hamid? Ich habe gesagt, die Bild würde bestimmt auch gerne über mich berichten. Ich bin auf jeden Fall nicht von der Bild. Über dich? Ja. Der Schlittschuhboxer oder was? Oh, er wackelt mit der Brust. Alle. Ich habe erst mal wieder Gefühl in meinem Brust seit langer Zeit, ja, deswegen bin ich gerade wieder am Trainieren. Leute, alle plus weglaufen, ich stehe alle am Boxen. Wie bitte? Trainierst du Bodybuilding oder Boxen? Mischung, eine Mischung gerade. Guck mal, danke fürs plus weglaufen. Das ist eine Allahumma barik, eine Kampfmaschine. Danke fürs plus weglaufen. Aber nicht.